Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus dem Construction Simulator. Heute zusammen mit dem Micha und dem Toledo. Einen wunderschönen guten Tag. Grüße. Servus, die Herren. Servus, die Herren. So, der Marc kann leider heute spontan nicht. Moment, das muss ich drücken. Hat uns erstmal nicht davon ab. Ja, ist ja gerne. Nicht davon abgehalten, trotzdem etwas weiterzumachen. Weil. Schaffle Häuslebau, oder wie heißt das schön? Den Spruch habe ich noch nie verstanden, aber irgendwie gibt es da was, ne? Schaffe Häuslebau. Ja, oder so, Häuslebau. So rum, nicht Häuslebau. Ja, genau. Ich hörte davon. So. Dann. Stützfüße müssen eingefahren werden, ja? Moment. Ja, Uwe, fahr doch mal die Stützfüße ein, ey. Ich bin dabei. So. Ansonsten wisst ihr beide, was ihr zu tun habt, Jungs? Oder? Ich bin am Ende gerade. Ich nehme jetzt das als Ja von beiden. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Yes gesagt, also. Du hast Yes gesagt. Okay. Und ich meine nicht das kleine Törtchen damit. Wenn du möchtest, kannst du schon zur Fertigbauenfirma wieder fahren. Meinst du, die brauchen. Achso, brauchen wir die für die. Für die andere Baustelle brauchen wir die. Ah, da sind wir schon soweit. Okay, Entschuldigung. Ja, kurz davor, nein, aber kann der Eggway schon wieder hin. Der Eggway kann schon wieder dahin, wenn du möchtest. Außer du möchtest die Leergestelle mitnehmen. Nee, die verkaufen wir. Okay. Boah. Sorry, Herr Cynique. Ich glaube, es ist ein Cynique. Man möge mir verzeihen, falls es das nicht ist. Ja, bin auf dem. Alter, auf dem Weg. So. Jetzt komm. Ja. Wollo. Bombe. So, wo sind denn die Fertighaus-Dings? Da, Fertigwandfabrik. Ach, die Wand, die Straße einfach nur runter. Okay. Ja, das ist hier direkt in die Ecke. Optimal. Fahren wir hin, kein Problem. Ich habe keine Musik angemacht. Ist ein bisschen still jetzt hier auf den Ohren, habe ich das Gefühl. Aber Motorsound ist auch mal was Feines. Und, wo wir bei Fein sind, ist euch aufgefallen, dass ihr nicht 800 Milliarden mal versuchen musstet, auf den Server zu joinen? Ich bin begeistert. Ich auch. Ist man fast gar nicht mehr gewohnt, oder? Nee, überhaupt nicht. Okay, kurze Stichelei Richtung Giants. Ja, muss auch manchmal sein. Muss auch mal sein. Kurze Stichelei Richtung Giants. Ich drehe Giants bald durch den Wolf, wenn sie das nicht fixen. Ja, ist schon extrem nervig, ne? Gerade weil es jeden Abend ist. Bin ich mal gespannt, wie das morgen läuft. Ja, für die Team Chaos vor Deluxe. Allem, es ist ja nicht so, dass das beim 19er genauso war wohl. Ich hab den 19er Release nicht mitgemacht. Aber ich auch nicht. Aber beim 19er Release wohl genauso. Ja, anscheinend hat man wohl nicht aus seinen Fehlern gelernt. Ja, aber das, sagen wir mal so, ne, wer lernt denn auch schon aus Fehlern? Wenn, dann heißt es Lernen aus Schmerz. Ja, langweilig. Voilà, so. Fehlern lernen war ja langweilig. Boah, ich bin's gar nicht mehr gewohnt, dass man nicht Shift drücken muss zum Spielen, zum Laufen, ne? Jedes Spiel, Alter, sagt Shift drücken zum Laufen, nur der Konsum sagt, nee, dann bist du langsam. Wir rennen immer. Wir haben's eilig. Finde ich geil, muss ich einfach den Entwicklern sagen. Finde ich mega geil. So, Betonmischer. Müssen wir noch etwas betonieren, die Herren? Ja, später bei meinem Haus. Gut, ich steig wieder aus dem Haus. Betonmischer. Achso, ja, Moment. Klar, deswegen wollten wir, glaube ich, dir auch dieses Gefährt rüberfahren. Ne, wir haben einen zweiten gekauft, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Ich fahr mal hier einfach rüber. Mach mal. Ah, ich sehe, da muss erstmal Material rangeschafft werden. Alles super, okay. Ja, genau. Ich bin dabei. Ja, yeah, alles super, alles gut. Mann, Alter, du sagst, da sind wir dabei und ich muss mir echt ganz kurz mal auf die Zunge beißen, nicht hier Schlager zu schmettern, ne? Da sind wir dabei. Ja, genau. Ich mach das jetzt nicht, sonst habe ich wieder den ganzen Abend davon einen Ohrwurm. Das geht gar nicht. Den kann ich dir besorgen. Oh. Ja. Vielleicht.
So, bei Micha sind wir fast fertig, ne? Ist das der letzte Schritt? Das ist der letzte Schritt. Geil. Gut, der Toledo braucht... Achso, ich muss da klicken. Ziegelsteine, okay. Die sind schon geliefert. Trockenwandelemente, yo. Fertigwände, yo. Großer Generator, den hast du noch nicht, ne? Doch, den habe ich schon gekauft. Den muss ich nur mitnehmen. Den packe ich mir jetzt auch gleich direkt auf den LKW. Dann brauche ich noch einmal fahren. Ja. Also, du sagst, du willst auch was zu tun haben, dann... Pool für den Bürgermeister. Ich würde gerne den Pool für den Bürgermeister tatsächlich bauen, muss ich ja gestehen. Ne? Aber noch... Ich will Lenny mit dem Pool. Ja, weiß ich auch nicht, wofür Lenny in dem Pool braucht, aber er zahlt 126.000 Euro für den Pool. Das muss ein ziemlich großer Pool sein. Ja. So, Micha hat... Uey, Alter, da waren wir aber plötzlich mal schnell, ne? Oh, mein Kran ist wieder zu Hause. Ja, automatisch. Ich würde sagen, der erste Plattenbau, ne, richtig schön gemacht. Ich mag ja so Hochhäuser, weiß ich nicht, ne? Ich muss mir eben noch meinen Generator holen und dann kann ich hochfahren. Ja, mach das. Ja, warte, dann können wir jetzt ja den... Pool bauen. Dann können wir ja den Pool bauen. So, warte mal. Vorarbeiter, baggere, bringe 10 Kubikmeter Erde, gieße. Boah, Alter, das ist aber eine Scheißarbeit, ne? Aber komm, ich hab Bock für den Bürgermeister einen Pool zu bauen. Ja, dann bau das ohne Lex. Entschuldigung. Firmengelände statt. Ja. Micha, ich habe mir erlaubt, dein kleines Gefährt hier, ne? Hast du schon einen Bagger transportiert? Ja, einer steht hier. An der Baustelle? Ja, klar. Okay. Ich bin von der Stellentruppe. Ja. Ich liebe Bagger fahren. Das habe ich ja nicht. Muldenkippere. Das muss ein Muldenkipper. Ja, warum steht unser Muldenkipper irgendwo? Ja, weil wir die immer da stehen lassen, wo sie nicht mehr gebraucht werden. Weil es ja auch echt aufwendig ist, was zurückzukicken. Ich, ne? Hab doch mal ein Problem. Du hast ein Problem, ja, das wäre. Ich weiß nicht, was ich ausbaggern soll hier. Du musst erst mit dem Vorarbeiter sprechen, Junge. Achso. Hier steht ein Vorarbeiter. Wahrscheinlich steht da draußen ein Vorarbeiter rum. Der Vorarbeiter steht bei uns an der Company. Okay, dann gehe ich zur Company. Ja, warte, ich bin mit meiner Mulde fast schon da. Okay. Weil ich sehe da gerade sein Sprechsymbol. Übrigens, Toledo, ganz kurz, cool, unter uns Pastorentöchtern, einen großen Generator hatten wir noch in der Firma stehen. Echt? Ja? Langweilig. Ja, echt. Ich stehe quasi davor. Inklusive Dixie-Klo, Bewährungsstahl und vollen Mulden. Aber gut. So. Ich bin auf dem Weg. Richtig. Ladung befestigt? Yeah! So, okay, dann. Micha, ich komme. Ich komme. Nee, ich brauch 10 Kubikmeter Erde von dir. Ja, du brauchst eh mehr. Das ist ja ein Bug, den kennen wir ja schon von hier. Ja, schau. Schauen wir mal. 2,6 habe ich dabei. Vielleicht sollte man halt einfach nur gucken, dass man dann erst die Erde abkippt, wie auch immer, wenn es. Ja, ich werde jetzt. Wenn es soweit ist. Ja, yeah, ich. Also. Ich lasse mich jetzt von Micha befüllen. Wenn Micha fertig gebaggert hat, dann gebe ich meine Erde erst ab. Nein. Du gibst die Erde, kannst du direkt abgeben. Das möchte ich schon zumindest auf die... Ja, komm, ich muss dich nochmal befüllen dann. Sicher? Ja, wir haben immer zu wenig Erde. Machen wir einmal abkippen, dann gucken wir, wie viel Kubikmeter dann sind. Wie viel passt denn hier in diesen großen Muldenkippe? Deal, aber ich habe letztes Mal auch 10 Kubikmeter abgeben müssen, musste 2 rote dahin fahren. Die 10 Kubikmeter abzugeben. Okay. Das ist so ein kleiner Bug bei dem System, der zählt irgendwie, zählt ja zu wenig. Der zählt nur jeden dritten Kubikmeter. Ja, so ungefähr, oder jeden zweiten. Okay. Ich stehe schon bereit für dich. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin jetzt Abfahrt Fahrzeughändler. Ich bin nicht mehr weit weg. Musste nur mal kurz vom Gas, mit Vollgas durch die Kurve, mochte er. Wagnir. Und da wir die Physik kennen, wäre ich dann irgendwo im Dorf gelandet.
So. Kannst rückwärts reinfahren einfach. Ja, mache ich. Muss nur feststellen, wann ich rückwärts fahren muss. Genau jetzt. Ja, genau, darauf warte ich nämlich gerade. Ich gucke schon immer unten links und nach oben und denke, mal gucken, was sehe ich zuerst? Michas Kranausleger hier? Ach, da. Ich sehe dich. Ich dich auch. Ich habe immer rechts geguckt, muss ich gestehen. Ich wohne, wenn du zur Seite kommst, links. Vor allen Dingen, sag mal, wir sollen dem Bürgermeister einen Pool bauen, ne? Auf dem leeren Grundstück? Alter, der muss Geld haben. Hallo, ist nee, der, der hat eben kein Geld, deswegen lässt er sich erstmal nur den Pool bauen, dass wenigstens etwas da ist. Ja, aber der hat eine zweite Baufirma beauftragt. Ist gut. Ei! So. Ja, wunderbar. 4,7 Kubik drin. Passt. Aber Jungs, andere Frage. Black Friday ist ja jetzt schon 3 Tage her. Naja, 2. Habt ihr irgendwie zugeschlagen? Seid ihr da so die Typen? Nö. Bisschen. Ich hab ein Teil gebraucht. Hab ich heute gerade da gekauft. Ein Teil gekauft? Das klingt spannend. Ich habe am Samstag zugeschlagen, aber zum Ladenpreis bei Saturn. Okay. Was hast du dir gegönnt, wenn man fragen darf? Bisschen Philips Hue-Zubehör. Gut, wir hatten ja heute Morgen schon darüber gesprochen, ne? Mhm. Alter, Black Friday, ich hab dieses Jahr richtig eskaliert, aber okay. Frag nicht nach Sonnenschein. Ey, frag nicht nach Sonnenschein, Schatz, ne? Die Frau freut sich. Ah, ich habe natürlich vorher die Frau gefragt, also alles gut. Das war jetzt, war mit Abstimmung. Jetzt soll ich doch noch weiter rausfahren, Micha? Nee, alles gut. Okay. Das ich ist nur so blöd, sich darauf einzustellen, dass sie die Mulde perfekt trifft. Ja, ich weiß. Was musstest du denn der Frau kaufen, damit sie sagt, ist okay? Meine Frau hat ihren Dyson dafür vorher bekommen. Welchen? Den V15, mein Schatz, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Stimmt. Genau, und ja, ich hab Alzheimer, das weiß ich. Ja, alles gut. Nee, wir haben ja auch den, also ihr habt den ja, wir haben den jetzt ja auch schon vor 3-4 Wochen vielleicht sogar schon fast bekommen. Also kurz nachdem wir drüber gesprochen hatten in der Bergischen Aufnahme, habe ich den tatsächlich auch bestellt. Okay. Und gut, wir brauchten eh einen Staubsauger, aber der ist auch wirklich geil, muss ich gestehen. Aber dafür durfte ich halt jetzt nochmal zum Jahresende richtig Kohle raushauen für die Rechneraufrüstung. Ja, aber das mit dem Geld ist ja jedes Jahr das Gleiche. Am Ende des Jahres muss das Geld weg. Das wird schlecht am 31.12. Ich hörte davon, ne? Aber ich habe erst am Jahresanfang für nicht wenig Geld die neue Grafikkarte gekauft und habe eigentlich mir gesagt, nein, dieses Jahr kaufst du nichts mehr, weil macht ne, überhaupt gar keinen Sinn, richtig Kohle zu versenken jetzt nochmal. Gut, aber es war halt, der Arbeitsspeicher war im war zu einem wirklich guten Kurs drin. Das Mainboard nicht. Die All-in-One war drin, die CPU war nochmal richtig günstig. Ja, und dann kommst du halt so zusammen und denkst dir, okay, machst du doch, ne? Shit happens. Ja, ne? Aber was krass ist, ich hab's Donnerstagabend schon bestellt, weil es bei einem Shop fast alles im Angebot war. Und hatte dann gesagt, so, ja komm, die 8,99 ist mir wert, UPS Express Versand. Und ich muss jetzt echt sagen, ne, UPS ist mein neuer Paketdienstleister geworden. Um kurz vor 9 habe ich die Information bekommen von dem Shop, so, ja, wo haben wir übrigens abgeschickt. Und ich dachte, ey, das kommt niemals an. Den ganzen Tag immer mal wieder drauf geguckt. Selbst am Nachmittag stand noch, ja, wir bemühen uns, das Ding jetzt weiter zu transportieren. Und tatsächlich haben die das Freitag noch zugestellt. Und das ist, also gut, die Hälfte leider nur. Die All-in-One-Wasserkühlung nicht. Die fehlt noch, aber immerhin CPU, Mainboard und sowas haben die echt von Donnerstagabend zu mir gekriegt am Freitag. Das fand ich schon krass. Ja, es ist schon nicht schlecht, was ja. Die da teilweise an Performance liefern. Also das ist schon wirklich krass. Ja, war ich mit ein bisschen... DHL kannst du die Scheiße vergessen. Ja, ich mag tatsächlich
mochte ich schon vorher UPS ganz, ganz gerne. Die sind wirklich, was das angeht, sind die da ja sehr, sehr vernünftig unterwegs und sehr gut. Was halt aber schade ist, naja, schade für uns Private, aber natürlich für die Fahrer schön. Und sind wir ehrlich, wer wird's nicht feiern? Die liefern ja nicht am Wochenende. Den muss ich jetzt leider noch bis, gut, wenn das Video rauskommt, sollte schon da sein, aber bis morgen quasi Montag warten. Dann kann ich erstmal zusammenbauen. Rechner neu installieren, ich freue mich. Ey, fahr mich nicht über den Haufen, du Sch. Ich habe 19,5. 20 gehen, glaube ich, rein, wenn ich das hier richtig sehe, Micha. Ein bisschen könntest du mir noch geben. Wer besorgt mir denn die Fertigbauwände? Du. Ich kann gerade nicht. Ich auch nicht. Ich buddel gerade ein Loch. Ich sitze im LKW. Ja, fauler Hund, du. Hallo. Wo ist der denn? Der steht direkt schon an der Fertigwandproduktion. Schwellerszugmaschine? Ah. Ja. Sieht so aus. Nur zum Kieswerk, ne? Jo. Nee, 19,8. Aber soll ich trotzdem fahren? Ja, fahr mal und guck mal, was passiert. Kannst ja mal zur Seite kippen, ne? Aber wo kaufe ich die denn? Ist hier so ein Django, den man anspricht? Vorne ist der Django. Vorne ist die. Ich glaube, es ist sogar eine Frau. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Eine Djangina? Vielleicht ein Djangina. Djangina klingt schlecht, ne? Oh ja. Vielleicht sagen wir einfach nur Djangi zu ihr. Hab ich jetzt gekauft? Aktion? Jo, 6.200 Euro. Jo, passt. Genau, hinten Plane zu machen und dann gib ihm, ne? Ab nach Hause damit. Ja, erst Ladung sichern, ne? Ja, durch die Plane zu machen, sicherst du die Ladung. Ach so. Ja, immer. Ich habe da Erfahrung, nachdem ich die schon einmal verloren habe. Ich weiß. Ah, herrlich. So, das heißt, dann ist das zweite Hochhaus auch im guten Progress, könnte man jetzt sagen, ne? Ja, kann man so sagen. Kommen die 8 Fertighauswände da noch hoch, dann musst du, glaube ich, noch ein bisschen den Generator, den hast du ja schon da, das geht easy also. Und dann ein bisschen fertig gießen, das wird nochmal vielleicht doof. Richtig. Also eigentlich sollten wir es Ende nächster Folge, am Samstag sollten wir es fertig haben. Ja, das könnte klappen. Ja, das ist doch super. Super ist auch unser Kontostand, Jungs, ne? Ich würde gerne nochmal mit euch drüber sprechen, was wir noch benötigen. Können wir gerne mal am Samstag machen, weil ich habe aktuell 684.000 auf dem Konto. 420. Ja, ich wollte es ja nur gesagt haben. Also, wie gesagt, wollte es nur gesagt haben, wenn wir da was benötigen, könnten wir da nochmal drüber gucken. Ich muss hier hin, glaube ich, ne? Mit der Erde. Du musst vor den Ladepunkt, ist so eine Abkippstation. Ja, genau. Da musst du hin. Und wie kippe ich jetzt ab? Falltaste hoch. Wie so programmiert ist. Yep. Also Micha? Ja. Mich mag er. Okay. Wir haben sogar noch Geld für Erde bekommen. Sauber. 5 Kubik habe ich noch auf dem Muldenkipper drauf. Ja, lass mal drauf. Kann ich den jetzt mit nach zum Hof? Ja. Ja, das ist die Frage. Nicht, dass die. Nee, tatsächlich, der hat die 5 Kubik noch drauf. Geil. So, weil. Du musst baggern. Wie viel Prozent haben wir dann schon? Vom Baggern 49. Okay. So, gieße die vorbereiteten Elemente auf der Baustelle. Das wird jetzt spannend, weil wir gucken müssen, ob ich das mit dem Betonmischer gießen kann, Micha. Warum? Naja, weil wir nichts haben, um es abzustellen. Also, weißt du, was ich meine? Wir haben nur die Kräne mit den Tumseln. Ich weiß nicht, ob wir da einen Kran. So, ja. Also, wie Geld haben, können wir zum Mobilkran kommen. Boah, geile Scheiße. Ja. Du meinst keine Betonpumpe? Ich bin für den Mobilkran. Der ist cool. Ein schöner Fünfachser, was ist das?
Hatte ich, glaube ich, noch nie, ne? Soweit war ich noch nie in meinem Spiel fortgeschritten, dass ich weiter baggern? Nein, möchte ich nicht. Dass ich wirklich einmal alle Auftrag... Wird dir ein Auftrag mehr angeboten? Okay, schade. Ich dachte, ich könnte einen mehr annehmen. Also alle Geräte hatte ich noch nie im Konsum. Ne, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas für die, weil das sind keine Elemente, das ist die Bodenplatte vom Pool. Naja, aber vielleicht kann ich da trotzdem den Beton einfach reinlaufen lassen, hinten aus meinem Rohr. Weil du nicht weit genug kommst. Sicher, auch nicht mit Schwung? Im Kopf oder im Mobilbau? Mit Schwung kommst du überall rein. Ja. Da können wir sonst einen Kran hinstellen? Kranplatz haben wir hier keinen, aber wir können den Mobilkran aufbauen. Ja, ich hab's vernommen, dass du den Mobilkran fahren willst. Du bekommst eine Betonpumpe, das ist egal, eins von beiden. Gut. Ansonsten ist das verdammt viel Arbeit für dich. Weil das ist ja, die ganze Grube muss gegossen werden. Das läuft nicht so gut auseinander, das Zeug. Hallo Uwe. Hallo. Ich würde sagen, ja, wir haben uns das angeguckt. Wir werden das dann am Samstag etwas besser beurteilen können. Für den Moment sind wir nämlich erstmal fertig, liebe Leute. Schreibt gerne mal in die Kommentare, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Ich weiß es selber noch nicht. Und wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich auch gerne wie immer ein Däumchen nach oben da lassen. Wie gesagt, Samstag 13 Uhr zu einer weiteren Folge. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.